Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich diesen coolen Waldhexen-Look kreiert habe, dann bleibt dran. Was ihr idealerweise braucht, um diese Baumastnase herzustellen, ist ein Facecast und Softton. Hier habe ich jetzt schon mal was vorbereitet, und zwar habe ich einfach so einen Ast modelliert mit drei verschiedenen Abzweigungen. Das ist der Softton, den ich dafür verwendet habe. Der ist recht gut. So sah das Ganze dann bisher aus. Da habe ich dann noch so ein paar Strukturen reingebracht, dass es mehr wie ein Ast aussieht. Dafür habe ich ganz normal so ein Toolkit von Amazon für verwendet. Und das Ganze habe ich dann mit ungefähr 10 Schichten Latex überzogen. Immer wieder jede Schicht gut trocknen lassen. Man kann das auch mit einem Föhn anföhnen, dann geht das etwas schneller. Und das Ganze sieht dann erstmal so aus. Wenn alles gut durchgetrocknet ist, könnt ihr das abziehen. Vergesst dabei nicht immer schön abzupudern, damit das nicht aneinander klebt. Aber das seht ihr ja in 100.000 anderen Videos. Genau, und so sieht es bei mir dann fertig angemalt und mit Blättern beklebt aus. Und dann kann die wilde Schminkerei auch schon losgehen. Steckt euch am besten eure Haare zusammen, damit ihr dahinter nicht den ganzen Quatsch wie Latex und Water-Make-up drin kleben habt. Ja, und dann kommt erstmal mein Lieblingspart, nicht Augenbrauen wegkleben, weil die wollen wir heute bei diesem Look halt nicht haben. Wichtig ist auch immer, einen guten Primer aufzutragen, damit die Haut schön elastisch ist und gut vorbereitet für die Foundation. Als Foundation nehmt ihr einfach das, was ihr da habt. Ich habe wie immer meine NYX Foundation genommen und die tragen wir dann jetzt erstmal auf. Um die Augenbrauen einigermaßen vernünftig wegzubekommen, habe ich ungefähr 3 Schichten immer wieder übereinander gepackt, abgepudert, nächste Schicht und so weiter, bis ich zufrieden war. Ganz wichtig, der Concealer, den ich erstmal habe fallen lassen und meinen Top damit versaut habe, aber egal. Dann nehme ich immer diesen Augenlöscher von Garnier, den finde ich persönlich super. Und den trage ich mir dann großzügig auf und klopfe ihn ein, immer mit den Fingern. Tada! Kommen wir zum Contouring. Dafür nehme ich wieder meine NYX Palette. Jetzt nehme ich wasseraktivierende Farbe aus meiner geliebten Grimas Palette und tupfe mir sie auf Stirn und Wangenknochen. Das Ganze verblende und schattiere ich dann auch noch mit Eyeshadow, auch aus einer Grimas Palette.
Nun kümmere ich mich um meine Augen mit braunem Eyeshadow und später noch mit goldenem aus der gleichen Palette. Jetzt kommt der spaßige Teil. Ich habe hier so Prosthetics gekauft. Die ziehe ich jetzt, beziehungsweise ich reiße sie ab. Ich finde, reißen macht immer schönere Übergänge als schneiden. Man kann das Ganze auch mit Aceton abziehen, dann wird der Übergang besser. Ich hatte aber gerade keins da. Gekauft habe ich diese Pilzchen bei Haunted SFX, bei Etsy. Und die klebe ich mir jetzt mit Latex dahin, wo ich die halt gerne hätte. Ich mache mir eins überhalb des Auges und später noch einen auf die Wange. Ist aber der gleiche Prozess. Mit einem Q-Tip nehme ich mir dann noch ein bisschen Latexmilch und verblende die Übergänge. Dann setze ich mir vorsichtshalber schon mal meine Wig Cap auf, weil ich befürchte, wenn die Nase einmal dran klebt, dass ich die nicht mehr drüber bekomme. Also mache ich das jetzt mal flott. Und dann bearbeite ich meine Pilze mit Farbe. Da mache ich erst das gleiche, wie ich auf meiner Stirn gemacht habe. Erst mit der wasseraktivierenden Farbe, später mit dem Eyeshadow drüber, wenn das getrocknet ist. Und dann mache ich mir die Pilzchen braun und gold wie meine Augen. Dann geht's an den Mascara. Ich tusche erstmal meine Wimpern ordentlich, um mir dann später schöne, lange, dichte Fake Lashes aufzukleben. Meine Lippen umrande ich zuerst mit einem Lip Liner. Und dann nehme ich einen hellbraunen Creme-Lippenstift und trage mir diesen auch auf.
Als nächstes klebe ich mir meine Baumrinde an den Hals. Dafür habe ich einfach auf eine große Fläche Latexmilch gekippt, habe diese trocknen lassen und abgezogen und dann in so kleine Schnipselchen geschnitten. Und die klebe ich mir dann jetzt ebenfalls mit Latexmilch an meinen Hals. Am besten bekommt ihr die übrigens abgezogen, wenn ihr das auf Backpapier macht. Dann könnt ihr das easy peasy da wieder runterziehen und in Form schneiden, wie ihr das gerne hättet. Und natürlich ordentlich abpudern. Mit wasseraktivierender Farbe in einem Braun male ich mir meine Rinde jetzt noch einheitlich an. Kann ruhig schön unordentlich sein, weil ein Baum ist ja auch nicht einheitlich braun. Der hat ja auch Struktur und Risse. Deswegen pinsel ich das einfach so grob darüber. Das sieht dann ein bisschen authentischer aus. So sieht das Ganze dann bisher aus. Damit das Ganze noch ein bisschen waldiger wirkt, klebe ich mir jetzt mit Latexmilch noch ein bisschen Moos an Stellen, die ich halt für gut befinde. Weil mir die Lippenfarbe noch nicht gefallen hat, nehme ich jetzt von NYX einen metallic grünen Lipgloss und den trage ich mir nochmal drüber. Und dann kommt die Baumnase. Die habe ich mir jetzt erst einmal angehalten, um zu gucken, wie die so sitzt. Mir war das jetzt rundherum noch ein bisschen zu viel Latex, deswegen habe ich das auch wieder abgerissen, damit das ein bisschen übergangsmäßiger ist. Und dann klebe ich sie mir mit Latexmilch auf. Damit das Ganze jetzt besser ins Bild passt, klebe ich mir natürlich auch wieder Moos um meinen Baumstumpf. Ich habe mich dann für eine lange braune Wig entschieden. Ich finde, das passt so zum Waldigen. Diese Krone habe ich auch selber gebastelt. Einfach Stöckchen, Federn, alles, was ich so gefunden habe, um einen gewickelten Draht geklebt. Und die Elfenöhrchen, ja, die habe ich auch so ein bisschen grün angemalt und mir dann aufgesetzt. Und das ist dann das fertige Ergebnis meiner Waldhexe, Mutter Natur, Königin des Waldes, wie auch immer.
Ich hoffe natürlich sehr, dass euch dieser Look und dieses Video gefallen habt. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr mir Kommentare da lasst oder ein Däumchen nach oben gebt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis bald. Tschüss.